Treibstoff übernommen. Dann zurück zur Omto. Schauen wir, wie die Lage ist. Jo, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DGZS Simulator. Ich bin's wieder, euer Basti, mit dem Andi. Jo, hi. Ja, wir sind hier wieder zurück zum Fall Omto, den ihr... Ja, Folge 13. Ja, ist schon gerendert. Aber ich lade die nicht vor Folge 12 hoch. Ja, also ich werde euch die oben im Video verlinken. Entweder empfehle ich die euch oder ich mache fucking Link. Ja, also entweder ich mache die bei Empfohlen rein oder ich packe euch irgendwo einen fucking Link hin. Wir lassen uns das mal. Ich sag. Ja, ich cut einfach raus. Das mach ich. Ja. Was sehr blöd für einen ist, wenn man das. Wenn man Wasser ist und wenn man das kleine Boot verwendet. Hier passiert ja gerade nicht so viel. So. Egal. Und ja, das Beste ist, wenn man so viel Wasser zu investieren. Nein, diese Sendung. Oh Gott, da sind noch nicht mal auf der Karte. Omto von Hermann Marwede. Omto, hören Sie mich? Ich kann Sie hören, Marwede. Wie ist die Lage? Schlecht. Wir haben mittlerweile 3 bis 4 Meter Wasser in den beiden hinteren Laderäumen. Das hört sich nicht gut an. Der gesamte Wellenton ist vollgelaufen. Wir mussten das Schott schließen. Wie schätzen Sie die Lage ein, Hansen? Ich glaube nicht mehr, dass wir die Omto retten können. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Die Logistiker und Schiffsplaner suchen schon nach Möglichkeiten, das Schiff leichter zu machen. Wir haben mit dem Hochwasser zwar jetzt bessere Wassertiefen, aber mit der Tide steigt auch das Wasser in den Laderäumen. Unsere Schiffspumpen können nicht mehr gegen das Wasser ankämpfen. Außerdem ist mit Wetterverschlechterung zu rechnen. Captain Vorkor, retten Sie um Himmels Willen die Besatzung, bevor sich das Wetter weiter verschlechtert. Ihr Schiff ist verloren. Einverstanden, Marvide. Wir bringen die Lotsenleiter aus. Beginnen Sie mit der Bergung. Ja, da bin ich jetzt wieder, Wasser getrunken, Stimme gekräftigt, in Kommentator-Stil, mal wieder labernd. Und jetzt musst du auch sofort wieder mitgehen, mit der Maus nämlich? Nein, das nicht, aber kann nicht. Doch, du. Wo sind die? Du musst mich da hinbringen, ne? Ja, da ist Schluss, Alter. Ja. Ich hab mir so sehr getrunken. Ja, bleib stehen, Beine.
Ja. Das ist Akkordarbeit hier. Los, alle runter! Scheiße! Scheiße, wir backen hier fest! Scheiße! Ja, wir sind festgebackt. Das ist nämlich auch so ein Bug, den ich schon ein paar Mal erlebt habe. Geil! Das war ja, man backt sich einfach in der Bordwand fest. Kopf an Beine. Also, lauf. Autsch. Person von Amtor abgeworben. Sehr gut, Pete. Danke. Ey, Junge. Ey, die können sich teleporten, ja? Ja, ich weiß. Das ist Akkordarbeit hier. Los, alle runter! Ich meine, neue Spielchen. Nee. So. Der nächste. Der nächste. Warte, lauf mich noch mal ein bisschen runter. Treppe. Kopf an Beine, Treppe. Gleich haben wir es geschafft, Marvide. Nur noch ein paar Mal. Nur noch ein paar Mal? Nein. Ach, ein Captain verlässt nie sein eigenes Schiff. Ja, die Werte laufen. Laufen. Person an Bord, die nächste kommt. Nein, ich habe jetzt nicht gedacht, dass die nächste kommt. Akkordarbeit hier. Los, alle runter! Zack, 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 jeder nach dem anderen. Zack, zack, zack. Mir scheißegal, ob ihr... Ja, ich hätte vielleicht auch gedacht, dass man so... Es sind nicht mehr viele Besatzungsmitglieder. Sie machen das gut, Frau Mansönken. Ich hätte mir gedacht, dass man so mit dem kleinen Boot hier hinfahren kann. Vielleicht? Ja. Und die dann von da runter springen. YOLO. Person an Bord, die nächste kommt. Ey, wie viele denn noch? Aber wenigstens die Musik passt. Immerhin etwas. Nee, wenn du keine Musik hast, dann weißt du nicht, wie du dich fühlen sollst. Es sind nicht mehr viele Besatzungsmitglieder. Sie machen das gut, Frau Mansönken. Ich bin nicht viele Besatzungsmitglieder. Ich hätte das Schiff schon viel früher aufgenommen. Schon ab dem Punkt, wo die Reise endet. Es sind nicht mehr viele Besatzungsmitglieder. Sie machen das gut, Frau Mansönken. Na. Also, wenn ihr mir jetzt noch einmal mitkommt, dann beschwere ich mich bei den Machen, ehrlich. Die hätten schon ein bisschen kreativer sein können, das ist Rondo Media. Vielleicht kann das ja auch ein bisschen vorvollnehmen. Ja, vielleicht. Ich will dich haben. Hallo. Ich bin Kapitän Furuka. Fehlt noch wer? Nein, ich war der Letzte. Wie konnte das nur passieren? Der Mahlstrom in der Nordsee ist tückisch, Kapitän. Hochlaufen. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Die Omto ist verloren. Die See wird sie nicht mehr preisgeben. Das ist sehr schwer zu akzeptieren. Sind wir froh, dass es so gut verlaufen ist.
Wir bringen sie jetzt erstmal nach Helgoland. Back. Ja, aber das ist ja. Geil. Zwei Bugs in einer Folge. Naja, es sind drei. Drei? Ja. Ja, ich glaube, ich nenne die Folge drei Bugs in einer Folge. Doch, jetzt sehen wir die wieder. Ja, okay. Ja. Ja. Nein, mir ist irgendein Name eingefallen. Als wir Was mit der ganzen GZ? Welches ist das jetzt, die GZ? Das ist noch 14 oder 15. Dafür fände ich so ein Licht geil. Ja. Denke ich, dass man die Hafenmauer dann sieht. Dass man die Hafenmauer dann sieht. Ja. Stell dir mal vor, das wäre sehr realitätsgetreu. Aber es klatsch und bam. Die Hafenmauer ist kaputt und du bist kaputt. Ja, das ist schön. Ja. Ja, geil wäre es. Ja, ich nein. Lauf, lauf, lauf! Los, ja!
Beine lauf! Hermann Marwede ist jetzt wieder klar, P3. MRCC Bremen hier. Habe verstanden. Jo, das war's auch schon mit Folge 15 vom DGZS-Simulator. Wir sagen Ciao!